Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie noch so zahlreich da sind. Und wenn Sie sich denken, ach nö, schon wieder der da oben, es tut mir leid, ich muss durch den ganzen Tag führen heute Abend. Ich glaube, wir brauchen uns alle nicht nochmal vorzustellen. Ich denke nicht, dass wir neue Gesichter im Publikum sehen. Ich freue mich, dass ich so viele von Ihnen noch hier erkennen kann. Und ich weiß nicht, ob es am Open Beer nach dieser Veranstaltung liegt oder am Interesse für die nationale und internationale Hochschulplattform. Ich glaube aber, dass dieses Thema für uns alle ein wichtiges Thema ist, denn ich denke, wir alle kennen das Problem der Plattform und auch die Unzufriedenheit mit den existierenden Plattformen, die Unzufriedenheit mit Lösungen, die nur lokal funktionieren, die Unzufriedenheit damit, dass wir zum Beispiel Dateien nicht mit Kollegen austauschen können an anderen Universitäten, so einfach, wie das über Dropbox geht. Und wenn wir dann Dropbox benutzen wollen, dann verbietet uns das Rechenzentrum das. All diese Dinge sind Teil der Überlegung, braucht es eine nationale oder sogar internationale Hochschulplattform. Und deswegen hat das HFD vor einiger Zeit in Kooperation mit dem MMB-Institut und der Neocosmo GmbH untersucht, ob und wie weit und vor allem mit welchem Aufwand sich eine nationale Hochschulplattform, eine Plattform für die Hochschullehre umsetzen ließe. Und natürlich da streng mit dem Blick auf die Digitalisierung in Deutschland. Die Studie können Sie auf der Website des HFD herunterladen. Ich habe auch gesehen, dass es vorhin noch einige Exemplare vorne am Stand gab. Wer sich die also intensiv nochmal zu Gemüte führen möchte, und das empfehle ich dringend, weil diese Studie so ein bisschen die Pole zeigt, zwischen denen wir uns bewegen, der kann das tun, entweder im Internet auf der Webseite des Hochschulforums Digitalisierung oder vorne am Stand. Ich habe jetzt aber das Vergnügen und die Freude und auch das große Interesse, Dr. Volker Zimmermann anzukündigen. Er ist Geschäftsführer der Neocosmo GmbH und vor allem deshalb hier, weil er Co-Autor dieser Studie ist. Und er wird uns nun diese Studie ganz kurz vorstellen. Er hat versprochen, er braucht nicht mehr als 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Herr Zimmermann. Ja, vielen Dank. Als wir den Auftrag bekommen haben, die Studie zu machen, habe ich öfters gehört, unser Bedauern, weil viele gesagt haben, das ist ein politisches Minenfeld, was ihr da betretet, und es ist ein schwieriger Weg auch gewesen, aber wir haben, glaube ich, viele Nächte auch dafür gearbeitet, dass wir ein Ergebnis vorlegen konnten, das auch jetzt in der politischen Diskussion ist, und das freut uns natürlich. Unser Ziel war es natürlich gewesen, einen Weg diese Studie im positiven Sinne zu entwickeln, also ein Ziel, ein Modell zu finden, wie es machbar sein könnte. Ich möchte kurz, wirklich jetzt, ich habe nur 5 Minuten, weil nachher ja die Pitches zu Lösungen im Kontext dieser Studie stattfinden. Ich möchte diese zwei Pole an Lösungsmodellen ganz kurz vorstellen, da habe ich eine Folie dazu und würde die bitten, kurz mal anzuzeigen. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Wir haben im Prinzip 2 Varianten erarbeitet in vielen, vielen Stakeholder-Meetings und Arbeitskreisen, die stattgefunden haben, meistens hier in Berlin, die auch sich miteinander kombinieren lassen. Auf der von Ihnen aus gesehen linken Seite die Strategie, ein vernetztes, bundesweites Portal zu realisieren, das die bestehenden Lösungen, die es in Deutschland gibt, interoperabel vernetzt. Welches Problem wird damit gelöst mit dem linken Bereich? Nämlich, dass Studierende sagen, was gibt es denn überhaupt für Angebote in Deutschland? Also wie ist es heute, wenn Sie als Student sagen, ich möchte zum Thema KI ein bestimmtes Thema mich damit beschäftigen, finde das nicht an meiner Hochschule, dann suchen Sie sich wild, dann finden Sie was in der VHB, dann finden Sie was vielleicht in virtuellen Fachhochschule, on Campus, Sie finden etwas an einzelnen Hochschulen. Sie müssen sich aber durch diesen Dschungel durchwühlen. Und die Idee dieses vernetzten Portals ist es, alle Angebote, die es in Deutschland gibt, unter einem Portal zu bündeln, zu kuratieren, wie man das sagt, mit intelligenten Services zu verknüpfen, sodass natürlich ein Student, der Materialwissenschaften studiert, auch gezielt Angebote findet, die auch für sein Studium passen, und quasi den Zugang zu Bildung in Deutschland zu vereinfachen. Auf der anderen Seite, und das ist das, was von Ihnen aus rechts ist,
ist ein Themenportalstrategie, zu sagen, wir möchten in bestimmten Angeboten in Deutschland stark sein. Wir möchten beispielsweise im künstlichen Intelligenzbereich unsere zukünftigen Fachkräfte haben, die sich hier auskennen. Wir möchten quasi Bildungsangebote themenorientiert, strategieorientiert bündeln. Sagen, das Portal Künstliche Intelligenz fängt an mit offenen Kursen, da gibt es Einführungskurse, es gibt weiterführende Angebote, es gibt Angebote für die Weiterbildung. Also hier geht man eher strategisch vor, sucht sich die besten Professoren in Deutschland, bündelt die, schafft, dass die ganze Lernpfade anbieten, also von Einzelkursen bis hin zu Teilen von Masterprogrammen, bis hin vielleicht zu einem ganzen Master. Hochschulübergreifend quasi ein gemeinsames Angebot zu einem Thema schaffen. Diese beiden Pole haben wir entwickelt, ausgearbeitet, diskutiert mit Vertretern von Hochschule, Politik, mit Studierenden und so weiter und haben dann gesagt, letztlich könnte es die beste Strategie sein, sie miteinander zu kombinieren, also auf der einen Seite zu sagen, es gibt ein bundesweites Portal, das Lösungen in den Ländern miteinander vernetzt und da auch Cloud-Services anbietet und auf der anderen Seite, dass man, um Inhalte zu haben, auch Themen gezielt nach vorne bringt. Denn, jetzt ist eigentlich fast die letzte Aussage, aus unserer Sicht ist natürlich so eine Initiative, eine hochschulweite Plattform, bundesweite Plattform oder ein bundesweites Portal aufzubauen, auch davon abhängig, dass es Inhalte gibt und Angebote gibt. Und deswegen muss man aus unserer Sicht so eine technische Initiative mit einer Inhaltsstrategie verknüpfen. Und das ist jetzt Aufgabe der Politik, sich da einen Weg zu finden, das auf Bund-Länder-Ebene gemeinsam zu erarbeiten. Aus unserer Sicht geht es nur bundesweit, weil einzelne Länder und Hochschulen viel zu klein sind, um international mitspielen zu können. Das war die Einleitung und ich glaube, ich übergebe wieder an Sie. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Das waren weniger als 5 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht bei dieser Studie. Mein Respekt. Sie werden gleich noch die Gelegenheit haben, mit Herrn Zimmermann gemeinsam zu diskutieren. Und vor allem auch mit den Personen zu diskutieren, die sich jetzt hier vorne vorstellen werden. Wir haben nämlich nun Pitches von 5 Projektteams oder von Einzelpersonen, die dem Aufruf des Hochschulforums Digitalisierung gefolgt sind, doch mal eigene Ideen einzubringen, die sich mit dem Themenfeld der Hochschulplattform, der vernetzten Hochschulplattform und vielleicht sogar der internationalen Hochschulplattform befassen. Es ging ja in der Studie zunächst erstmal um eine nationale Lösung und der Aufruf ging explizit in die Richtung der internationalen. Herr Schüller hat es vorhin angesprochen, in unseren Nachbarländern, da entwickelt sich sowas schon, da sind die fleißig dabei, wir noch nicht und ich glaube, die Bundesregierung möchte dort nicht nur mitspielen, sondern gerne auch die Ideenführerschaft übernehmen und deswegen die Idee, nicht nur das Ganze auf nationaler Ebene zu implementieren, sondern möglicherweise auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Sie sollen mitdiskutieren während unserer nächsten Pitches, dieser 5 Pitches. Und das können Sie tun über Pigeonhole. Sie surfen dazu einfach www.pigeonhole.at an und dann /Plattform. Ich weiß nicht, ob die Groß- oder Kleinschreibung eine Rolle spielt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Sie können aber einfach nur pigeonhole.at eingeben und werden dann aufgefordert, diesen Code Plattform nochmal einzutippen. Wie Sie es machen wollen, Sie kommen auf beiden Wegen zu Pigeonhole. Wir werden nun die 5 Pitches hören und Sie haben während des jeweils 6-minütigen Pitches und ziemlich genau 6 Minuten, wir wollen ja rechtzeitig fertig werden, die Gelegenheit schon Ihre Fragen einzutippen. Wir wissen aber, dass das Eintippen auch ablenkt. Ja, das kennen Sie wahrscheinlich bei den Studierenden. Wenn das Smartphone erstmal draußen ist, dann ist eigentlich alles vorbei, dann geht gar nichts mehr. Deswegen geben wir Ihnen nach jedem dieser 5 Pitches 1 Minute Zeit, Fragen einzugeben, die Sie interessiert haben. Das heißt, wenn Sie es vorziehen, lieber zuzuhören und erst hinterher Pigeonhole-Fragen einzugeben,
einzugeben, dann können Sie das gerne tun. Aber wir halten Sie natürlich auch nicht davon ab, bereits während der Vorstellungen Ihre Fragen im Pigeonhole-System einzugeben. Sie haben zudem im Pigeonhole die Möglichkeit, die Fragen anderer Personen zu voten. Das heißt, Fragen, die Sie selbst interessieren, bei denen Sie sagen, Mensch, das ist eine gute Frage, das wüsste ich auch gerne. Da können Sie einfach auf das Voting-Tool klicken und dann sehen wir das und wir können dann nachher auf Basis der Beliebtheit der einzelnen Fragen entscheiden, welche Fragen wir an unsere fünf Pitcher und an Herrn Zimmermann stellen werden. Nach diesen ungefähr 30 Minuten der Pitches werden wir dann in eine gemeinsame Diskussion gehen, in der wir die Pigeonhole-Fragen abarbeiten werden, gemeinsam mit Herrn Zimmermann, und da schauen werden, wie geht's weiter. Und unser Ziel ist es tatsächlich, aus dieser Sitzung hier heute Abend Empfehlungen an das BMBF zu formulieren, wie es weitergehen kann mit der Internationalisierung einer solchen Hochschulplattform. So, genug gesagt von mir. Es geht jetzt in die einzelnen Pitches. Der Pitch 1 trägt den Titel StudIP, LMS Beyond. StudIP kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Er wird gehalten von Frau Cornelia Rosa. Sie ist Vorstandsmitglied im StudIP e.V. Sie ist Koordinatorin des E-Learnings an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst in Göttingen. Und Frau Rosa hat jetzt 6 Minuten Zeit, uns ihren Pitch vorzustellen. Frau Rosa, Sie sind dran. Ja, wer StudIP nicht kennt, ist ein Lernmanagementsystem, ein deutsches Open-Source-Produkt. Der StudIP e.V. Vorstand pitcht die Idee einer nationalen, zunächst nationalen Hochschulplattform, die verknüpft wird mit den lokalen Infrastrukturen. Stellen Sie sich einmal vor, eine Gruppe von lernbegeisterten Menschen. Das können sein Studierende, Lehrende, Forschende, es können Alumni sein oder Personen aus der Praxis. Diese Lernbegeisterten stellen sich weiter vor, es gibt 2 Masterstudierende. Diese 2 Masterstudierenden erstellen eine Masterarbeit oder wollen erstmal ein Exposé erstellen. Und das geht zum Thema Kreuzbandriss bei Hunden, Therapiemöglichkeiten. Und sie wollen eigentlich rauskriegen, ob dieses Exposé, dieses Thema überhaupt relevant ist. Und dafür suchen sie und finden Forschende. Eine Forschungsgruppe, die genau zu diesem Thema forscht, nämlich Kreuzbandrisse bei Hunden und deren Therapiemöglichkeiten. Diese Forschenden haben irgendwie eine Möglichkeit, einen Teilbereich ihrer Forschung öffentlich zu machen. Sie bereiten ihre Forschung so weit vor, dass sie vielleicht auch brainstormen und lassen Öffentlichkeit ein wenig zu. Die beiden Studierenden gucken dort rein, gucken denen über die Schultern und stellen fest, tolle Sache, und stellen Fragen, interessierte Fragen, und stellen auch Kommentare rein. Die Forschenden wiederum greifen diese Fragen auf, diese Kommentare auf, sind sehr angetan von dem Interesse der Studierenden und nehmen das sogar in ihre Forschungsprozesse mit auf und in ihre Forschungsberichte. Das Ganze passiert digital, natürlich vernetzt, und die Forschenden geben sogar ein Feedback zu dem tollen Exposé der Studierenden. Stellen Sie sich weiter vor, es gibt eine Tierärztin, die ein richtiges Problem hat, ein ganz komplizierter Kreuzbandriss an einem Schäferhund. Diese Tierärztin sucht und findet bei diesen Forschenden rechts oben eine Antwort, ob sie eine bestimmte OP-Methode tatsächlich schon verwenden kann, die schon vor 2 Jahren im Gespräch war. Die Forschenden sagen, oh Gott, wir sind noch nicht ganz so weit, aber im Grunde sind wir auf einem guten Dreh. Und kommen Sie doch noch mal in einem Jahr wieder. Im Moment können Sie nur die alte Methode noch mal verwenden. Ja, stellen Sie sich weiterhin vor, diese beiden Studierenden sind fertig mit dem Studium, haben erfolgreich abgeschlossen und wollen jetzt berufsbegleitend, also sie arbeiten schon wieder, und wollen berufsbegleitend eine Weiterbildung vornehmen. Die eine Studentin oder die eine Alumni sucht und findet auch wieder etwas, nämlich ein von der Tierärztekammer zertifiziertes Weiterbildungsangebot, ein Zertifikat für die OP-Methoden bei Kreuzbandrissen. So, und diese ganzen Szenarien jetzt, die sind im Moment eigentlich so noch nicht wirklich abbildbar. Warum nicht?
Wir gucken uns mal die Ausgangssituation dafür an. Es gibt zum Beispiel Hochschulen, die Hochschulen haben in der Regel ein LMS, also ein Lernmanagementsystem. Diese LMS haben Vorteile, nämlich die Studierenden und Lehrenden und Forschenden bewegen sich in ihnen relativ vertraut. Warum tun sie es? Weil diese LMS geschlossene Systeme sind, das heißt, es kommen nur Hochschulangehörige drauf und sie werden lokal betrieben. Sie sind nicht kommerziell. Und im Moment ist es so, dass Lehrende und Forschende sehr häufig kommerzielle Produkte nutzen müssen, um überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. Also die Zusammenarbeit über Hochschulen hinweg ist im Moment nur schlecht möglich. Was fehlt also? Es fehlt ein vertrauenswürdiger Ort des gemeinsamen Arbeitens. Es fehlt ein digitaler Themenaustausch. Es fehlen digitale Möglichkeiten der Teilhabe an Entstehungsprozessen bei Forschung. Es fehlt ein Ort der wissenschaftlichen Weiterbildung und ein Ort, der datenschutzrechtlich und urheberrechtlich vertraut wirkt und für mich auch also wirklich so ist, dass ich es akzeptieren kann als Lehrender, als Studierender und so weiter. Und es fehlt eigentlich deswegen eine zentrale zusätzliche Plattform, die Open Source ist, unserer Meinung nach, die OER, einen Platz für OER haben sollte, die werbefrei ist und von einer öffentlichen Stelle betrieben ist. Jetzt kommt unsere Idee ins Spiel. Die Idee ist, wir gucken uns ein LMS an. In diesem LMS gibt es verschiedene Lernobjekte. Kleine Wissensartefakte, kleine, also Medien, Dateien, Texte, alles Mögliche innerhalb einer Veranstaltung. Diese Artefakte sind Themen zugeordnet. So ein Thema könnte jetzt eben sein, zum Beispiel OP-Methoden bei Kreuzbandrissen bei Hunden. Diese Themen sind zuordnenbar und diese könnten jetzt verschlagwortet werden. Über diese Verschlagwortung wiederum lassen sich Themen auffinden. Sie sind sowohl lokal vom lokalen LMS aus aufrufbar, als auch von den LMSen der anderen LMSen, von anderen Hochschulen. Und das ist das Schöne. Diese Themen erhalten einen Ort, weil sie vielleicht auch Einrichtungen zuordnenbar sind. Sie sind an Einrichtungen, an Wissen verknüpft und an Qualifizierung. Dieser Ort, den nennen wir LMS Beyond. LMS Beyond, also jenseits der LMS, ein Ort, der noch existieren müsste vielleicht. Es hat auch die Praxis darauf Zugriff, und zwar deswegen, weil die Praxis Qualifizierung und Wissenstransfer ermöglicht. Was wir insgesamt gewinnen, ist also eine zusätzliche Bildungsplattform mit Verknüpfung zum jeweiligen LMS, der Hochschulen und Repositories. Wir gewinnen gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wir gewinnen den Wissenstransfer, Theorie und Praxis und wir gewinnen lebensbegleitendes Lernen. Mögliche Akteurinnen und Akteure, was stellen wir uns da vor? Ganz viel Open Source, denn das sind die Expertinnen und Experten für Lernworkflows, sagen wir mal. Jointly als Fachleute für OER und für andere Einbindungen. Bibliotheken, dann Vertreter von Lehrenden, Forschern und so weiter. Und wer mir da noch gefehlt jetzt, der ist mir noch eingefallen, ist unbedingt das DFN. Das Deutsche Forschungsnetz, das könnte ich mir super gut vorstellen, zum Beispiel als Betreiber solch einer Plattform und vielleicht auch gegebenenfalls das HFD. Als erster Schritt aber muss das Commitment kommen, dieses Commitment von den bestehenden LMSen als diejenigen, die eigentlich vor Ort sind und Lernprozesse kennen. Beyond, nochmal eine kurze Zusammenfassung mit diesen Stichworten hier, was Sie schon gehört haben, nochmal als Zusammenstellung. Hinter dieser Idee steckt das Ideenteam, nämlich der Vorstand der StudiP e.V. Das sind meine Kollegen Cornelis Carter, Marco Bodensack und ich. Ja, und damit möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank auch, dass wir die Idee pitchen konnten. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank. Sie haben jetzt eine Minute Zeit, Ihre Fragen nochmal bei Pigeonhole einzugeben. Und ich habe es natürlich gerade verbockt. Ja, ich habe vergessen, eine wichtige Information zu geben, nämlich, wir müssen ja nachher wissen, an wen die Fragen gerichtet werden sollen. Deswegen ergänzen Sie bitte bei Ihren, also bei den bereits gestellten Pigeonhole-Fragen geht das natürlich nicht mehr, aber bei denen, die Sie ab jetzt stellen werden, ergänzen Sie als erstes Wort einfach den Namen der Person, an die Sie die Frage stellen möchten. Und dann wissen wir auch, an wen wir die Frage gleich verteilen werden. Ansonsten spielen wir lustiges Fragen-Bingo, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir tatsächlich die Fragen an alle Personen richten. So, stellen Sie Ihre Fragen im Pigeonhole und in 30 Sekunden geht es weiter. So, das war eine kurze Minute, aber so ist das. Wir marschieren schnurstracks weiter zu unserem Pitch Nummer 2. Da wechseln wir jetzt die Sprache. Es wird nämlich auf Englisch weitergehen. Wir haben einen Kollegen von der Firma Desire to Learn bei uns. Und der Titel des Vortrags ist A Prototype Vision for an International Learning Platform. Der Vortragende ist Matthew Ravenhill, Regional Director Europe, der Desire to Learn Europe Limited. Der Vortrag ist auf Englisch. Sie dürfen die Fragen aber gerne auf Deutsch stellen. Wir können das übersetzen. Also wer von Ihnen mit der deutschen Sprache nicht auf Kriegsfuß steht, so sehr wie mit der englischen, gerne auch auf Deutsch. Und vergessen Sie nicht, den Namen Ravenhill in Ihren Fragen zu berücksichtigen. Matthew Ravenhill, a pleasure to have you here. The stage is yours. Thank you. Thank you, Malte. Just one button. Yeah. It's okay. Still. Thank you and good evening. Thank you for the opportunity today to talk about our vision for a national platform for Germany. In this session, I will not begin to talk about any of the policies or politics, cultural or budgetary issues that might be involved in trying to get to a national platform. Instead, my session is slightly more practical. And really the message is that whilst you're investigating a national platform and the kind of technologies and designs, please also look out slightly wider and consider that there is technology available today which can implement such a platform. So my name is Matthew Ravenhill. I'm from a Canadian educational technology leader, Desire to Learn. Hands up, we are a corporate commercial organization, but we're also privately owned and founded and run by a family of educators, and this is purely what we do. So, in thinking about our vision for a prototype, we believe that the platform should provide a unified, consistent experience for all students and professors, making the platform easy to use so that they can focus on teaching and learning, not getting used to using different systems. We believe the courses should be accessible to a more diverse range of audiences, helping universities reach out to both traditional and non-traditional students. And we believe that such a platform should allow universities to take their offerings and put them online, launching into the broader global and European stage to help you get your message and your education, the value you deliver, out onto a wider scale. We believe such a platform should allow you to make strong decisions backed by data, and most importantly, to allow universities to properly collaborate, so putting the energy, the time, and the investment into working together to innovate on how you deliver education, not necessarily on how you might build a technical platform. So what does such a prototype look like? The characteristics for us would be a flexible, scalable architecture, allowing faculty to share content to and from the LMS in exactly the same way as being discussed earlier. It provides bulk migration capability, the easy ability to bring courses in from other systems and to put it into the national system. And it also makes it easy to create new courses quickly and easily, publishing those.
It allows professors starting out in their career or very tenured to use a variety of pedagogical models, experimenting with blended or flipped classroom, fully online teaching. It helps automate everyday tasks so that, again, the time and effort can be on teaching and learning. And it encourages faculty to explore and innovate. From a user perspective, it must be easy to use. It must easily integrate with third-party tools using open standards. It must provide a consistent user experience across both desktop and mobile devices, because your students will be using many different mobile devices throughout the day. They'll be accessing it fully mobile. It should provide data with clear visualizations and support a variety of learning paths to support the different ways that individuals learn. It must be accessible for students who have learning challenges and disabilities. It must meet all of your data, security, and privacy requirements, including GDPR. And importantly, it's not something you design and build once and then stop. It's something which must continue to evolve, taking feedback from its users, you in Germany, and adapting and innovating every single month and every single year. In terms of a scalable architecture, the platform should be able to support a number of different ways of getting to an eventual end goal. A single instance could support every single institution in Germany with their own distinct areas within the national platform. Or a national platform could be achieved by evolving with single instances at each university which are connected and talking to each other, signing on as trusted systems. The platform should reflect exactly the way that your institution is structured, its faculty, its departments, and also the way that your institution fits within its federal, regional, and national structures. It must have scalable workflows to allow education to be delivered at scale. And crucially, as we've said, supporting open standards to allow an overall digital ecosystem to be built around the LMS, using the best of breed tools both from Germany and elsewhere that can be easily integrated and incorporated. Such a system will need some innovation. It will require a national user identity that would sit and work in parallel with the user identities that you may have at each of your institutions. But that will allow students and teachers to single sign on into systems and to collaborate. The platform must have its own security and compliance certifications. And those must build upon the leading compliance and security regulations of hosting providers like Amazon Web Services. So does such a prototype exist today? It does. In Ontario, such a prototype is being used to serve 72 individual school boards and over 2 million students. In the US, it's used to power fully online schools with millions of user logins per day. Across Australia, it's being used to deliver technical and vocational education across a statewide level. And in US states, it's being used to serve hundreds of different colleges with millions of users, where it's effortlessly processing tens of millions of database transactions every single week. The prototype we propose is actually being used at a number of leading institutions, higher education institutions around the world. And it's also used by some of the world's most respected educational publishers to deliver their content. The prototype has been built over the course of 20 years by a company which is completely committed to education. As I mentioned, privately owned, founder-run, founded to deliver a platform which transforms the way that the world works. 15 seconds, thank you. So our prototype is Brightspace. It is a corporate system, or a commercial system, but as I've said, from a true partner who is deeply, deeply committed to education. And it's a platform which is available in Germany today, and we'd invite anyone to come and take a look, go to our website, and trial it. So thank you. Thanks a lot, Matthew Ravenhill, perfectly on time. Und wir haben jetzt wieder eine Minute Zeit, um Ihre Fragen im Pigeonhole einzugeben. Vergessen Sie nicht, Ravenhill am Anfang und dann die Frage. Eine Minute für Sie.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Fragen. Vergessen Sie nicht, auch für andere Fragen zu voten, die Sie genauso spannend finden wie Ihre eigenen. Ich komme jetzt zum dritten Pitch und da komme ich jetzt in eine Bredouille, die ich nicht erlebt hätte, wenn nicht Herr Ravenhill vorher gekommen wäre. Es geht um einen Pitch aus Münster, der Stadt meiner Alma Mater. Der Titel ist das dezentrale Lernobjektdepot und der Vortragende ließe sich jetzt als Bruno Berg oder Bruno Burke vorlesen. Ich glaube, es ist Herr Burke. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Wandelwerk. Das ist das Zentrum für Qualitätsentwicklung in der Lehre der FH Münster. Und er wird uns jetzt etwas über das dezentrale Lernobjektdepot erzählen. Wenn Sie Fragen an Herrn Burke haben, dann fügen Sie Burke in Ihre Pigeonhole-Frage ein. Herr Burke, take it away. Thank you, Meldi. Okay, jokes aside. Ich stelle heute nur eine technische Teilkomponente vor, kein ganzes System und fragen einfach unter Hashtag Bruno, dann ist die Frage auch gelöst, ob das Englisch oder Deutsch ist. Zur Einleitung, Sie haben die Machbarkeitsstudie gelesen, das heißt, in Zukunft erwartet uns irgendwie eine Situation, wo wir diese ominöse Hochschulplattform haben. Wir werden weiterhin kommerzielle MOOC-Plattformen haben und einige Hochschulen werden ihr Lernsystem nicht aufgeben, da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, wir werden mehrere Möglichkeiten haben, Lehrinhalte anzubieten und gemeinsam zu nutzen, aber letztendlich wird immer noch gelernt in der eigenen Plattform, in der eigenen Hochschule. Trotzdem möchte ich gern Inhalte gemeinsam erstellen und anbieten. Das heißt, trotz der heterogenen Systeme brauchen wir da eine Möglichkeit. Die Idee bei uns, an der wir arbeiten, ist ein Lernobjekte-Depot. Das heißt, da werden Objekte gespeichert für alle und eine eigene Notation, um diese Daten geschickt zu verteilen. Das Depot an sich kann man sich vorstellen als Schicht über allen Lernsystemen und Plattformen. Das heißt, jede Hochschule, jedes Lernsystem spannt ein eigenes Depot auf und die verbinden sich mit den anderen Systemen zu einer gesamten Schicht über allen Systemen. Wir haben eine eigene Autorensoftware und so weiter, aber trotzdem werden offene Schnittstellen und Standards definiert. Das heißt, was auch immer für Systeme da draußen sein werden, sie können konsumieren und Inhalte einpflegen und das Ganze in gängige Formate exportieren. Es kann aber auch einzig und allein als Backend genutzt werden für kleinere und größere Systeme, Mikro, Mobile Learning, Audience Response Systeme und architektonisch ist es so, dass Versionierung, Synchronisierung, Backup und so weiter einfach schon mit integriert ist. Jedes Element wird eindeutig identifiziert in dieser Plattform über alle Systeme hinweg. Das heißt, Learning Analytics oder adaptive Systeme können viel besser realisiert werden, weil wir einfach viel besser Statistiken sammeln können. Es sind gemeinsame Inhalte, die erstellt werden. Das heißt, wenn von der einen Hochschule jemand etwas erstellt und von der anderen Hochschule auch jemand, dann können die das zusammen benutzen. Sie können es ineinander integrieren, spiegeln, referenzieren, modifizieren und so weiter. Und selbst die Erstellung eines kleinsten Elements trägt schon zu dieser gemeinsamen Wissensbasis bei. So, was sind diese Materialien, die erstellt werden? Das ist jetzt ein bisschen technisch, das ist die tatsächliche technische Notation, aber letztendlich geht es um Baupläne für kleinstmögliche Lernobjekte. Wir nennen diese Elemente Atome, das heißt kleinste Sachen wie Textabsätze, Übungsaufgaben, Bilder, Audio, Video und so weiter werden bereits gespeichert, nicht ganze Kurse oder Lerneinheiten. Lerneinheiten sind dann letztendlich nichts anderes mehr als Atome, die in einem Graph angeordnet werden und ja, die Notation ist menschen- und maschinenlesbar. Für Menschen haben wir natürlich eine Autorensoftware, das heißt, sie brauchen keinen Quellcode lesen können. Das Ganze ist leichtgewichtig, wenig Speicherplatz und so weiter. Und die Beschreibung ist unabhängig von der Darstellung. Das heißt, sie lagern die Objekte hier und wie das Ganze aussieht, entscheidet immer noch ihr System, damit eine User Experience gewährleistet werden kann, die überall ansprechend ist und nicht auf einmal irgendein PDF runtergeladen werden muss oder sowas. Das war sehr technisch und deswegen habe ich noch Beispiele mitgebracht. Ich kann es sogar hier lesen. Ich lese einfach vor. Ein Student hat bereits mehrere Semester Maschinenbau an einer Universität studiert und wechselt nun an eine Fachhochschule, um Informatik zu studieren. Für die E-Learning-Inhalte des FH-Mathe-Kurses nutzt die Professorin neben selbst erstellten Inhalte auch Atome, die in einigen Kursen der Universität genutzt werden. Da beide Hochschulen zeitgemäß mit einem Learning Record Store und der X-API arbeiten, weiß das Lernsystem der Fachhochschule, dass der Student bereits einige Atome und Lerninhalte des Mathekurses bearbeitet hat, sodass der adaptive Lernsystemassistent dem Studenten zum Einstieg die Inhalte empfiehlt, die für sein Vorwissen geeignet sind. Weiter, ein neu berufener Professor erstellt einen Kurs Grundlagen BWL. Die Autorensoftware ermittelt, welche Lerneinheiten oft in diesem Themenbereich zum Einsatz kommen und empfiehlt,
und empfiehlt ihm, die Lerneinheit Marktwirtschaft zu seinem Kurs hinzuzufügen. Ich bin kein BWLer, keine Ahnung, ob das Sinn ergibt. Die Lerneinheit wird von einer Professorin einer anderen Hochschule betreut und ist Bestandteil eines sehr erfolgreichen MOOCs. Da die Lerneinheit als Referenzkopie zum Grundlagenkurs hinzugefügt wird, werden zukünftige Korrekturen und Optimierung der Marktwirtschaft-Lerneinheit sowohl im MOOC als auch in dem Grundlagenkurs sichtbar. Ein letztes Beispiel, was das verdeutlicht, was das Konzept soll. Das Quiz einfache Programmieraufgaben wird deutschlandweit von 30 Studiengängen und somit pro Semester von mehr als 5000 Studierenden genutzt. Die anonymisierten Ergebnisse der Aufgaben und Querverweise zu anderen Atom-Lerneinheiten, die im Lernprozess genutzt wurden, lassen sich mit Learning Analytics genauer untersuchen und geben ein aufschlussreiches Feedback über häufige Probleme und erfolgreiche Lernpfade verschiedener Studierender. Das war's. Fragen, Hashtag Bruno, und dann können wir das besprechen. Vielen, vielen Dank. Das war so, wie ich das gerne hätte als Lehrender, dass mir vorgeschlagen wird, was ich lernen soll. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Sie haben eine Minute Zeit, Ihre Fragen mit Hashtag Bruno oder auch einfach Burke einzugeben in das Pigeonhole-System und gleichzeitig vielleicht auch ein paar andere Fragen hochzuvoten. Vielen, vielen Dank. Ich brenne bereits auf Ihre Fragen. Ich glaube, unsere Vortragenden auch. Deshalb gehen wir direkt zum nächsten Pitch, dem Pitch Nummer 4, der von einer Truppe kommt, die Sie wahrscheinlich alle kennen, nämlich von Kiron Higher Education. Es geht um die Akzeptanz und Attraktivität einer internationalen Hochschulplattform durch Transparenz, Partizipation und Qualitätsorientierung zu steigern. Der Pitch wird gehalten von zwei Personen, wenn ich das richtig sehe, nämlich von Dr. Tobias Ernst, dem CEO der Kiron Higher Education GmbH, und Hannes Birnkammer, der für die Academic Quality Assurance verantwortlich ist. So jemanden hätte ich auch gerne bei mir am Lehrstuhl. Herr Birnkammer, Herr Ernst, ich würde sagen, ich übergebe Ihnen das Mikro. Und wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie einfach Ernst, Doppelpunkt, und dann haben wir es. Ja, vielen Dank. Ja, guten Abend. Mein Name ist Tobias Ernst. Mein Name ist Hannes Birnkammer. Wir haben uns natürlich auch dann der Frage zugewandt, wie kann eine internationale Hochschulplattform erfolgreich sein? Es ist ja eigentlich eine ganz einfache Frage und dafür gibt es auch eine ganz einfache Antwort. Wir haben einfach mal geguckt, was sind denn so die wesentlichen Stakeholder, Beteiligten, die eine Rolle haben, die es irgendwie gut finden müssen und was könnte dann eben auch die Vorteilsübersetzung für die verschiedenen Zielgruppen sein? Was sind denn die signifikanten Mehrwerte für Studierende? Natürlich auch für deutsche und internationale Hochschulen hätte man auch in einen Topf werfen können, aber ich glaube, es macht auch Sinn, diese beiden Zielgruppen getrennt zu betrachten und dann schließlich auch für das Bildungssystem insgesamt, welche systemischen Mehrwerte können aus einer solchen Hochschulplattform resultieren. Ehrlich gesagt, dahinter verstecken sich zum Beispiel auch die Bundesländer. Wenn wir da ein bisschen hineingehen, für die Studierenden ist es, glaube ich, wichtig, dass sie zusätzliche Angebote finden, dass sie auch bessere Zugangsmöglichkeiten haben, eine stärkere Flexibilität im Zugang zu diesen Angeboten und dass sie eben auch Suchfunktionen haben und eine strukturierte Darstellung, inwieweit das denn anrechenbar ist und inwieweit ihnen das weiterhilft auf ihrem Bildungsweg. Weitere Vorteile ließen sich auch noch beschreiben. Deutsche Hochschulen könnten
ein Interesse daran haben, neue Studierende zu gewinnen und auch ihre allgemeine Sichtbarkeit zu erhöhen. Sie könnten auch, was ich spannend fände, das Interesse haben, wirklich auch den Studienerfolg für ihre eigenen Studierenden zu erhöhen, sodass man an dieser Stelle auch sehr stark in Richtung Blended Learning denkt. Natürlich müsste ein solches Angebot nutzerfreundlich sein, vergleichsweise geringe Kosten haben und insbesondere auch den Abschluss von Kooperationen, also die Zusammenarbeit von Hochschulen miteinander, unterstützen. Internationale Hochschulen hätten natürlich auch ein Interesse, insbesondere am Zugang an den deutschen Hochschulmarkt, die Gewinnung weiterer Studierender und ebenfalls die Gewinnung neuer Kooperationspartner, aber eben doch auch aus einer anderen Perspektive. Und fürs Bildungssystem insgesamt würde eine solche Plattform natürlich oder könnte zumindest zu einer Beschleunigung der Digitalisierung beitragen. Sie könnte dazu beitragen, den deutschen Hochschulraum und Standort weiter zu stärken, insbesondere natürlich für internationale Studierende. Sie würde ganz sicher beitragen zu einer Etablierung von Qualitätsstandards, gerade für digitales Lernen, digitale Lehre. Und sie würde auch, ich glaube, untypische Studierende wurden schon genannt, sie würde eben auch einen Beitrag leisten können zur Förderung des lebenslangen Lernens. Das ist sozusagen das Pflichtenheft. Damit ist es jetzt nicht wirklich einfacher geworden. Aber wir haben natürlich auch eine Idee, welchen Schwerpunkt wir legen möchten, damit wir an diesen Stellen vorankommen. Dankeschön. Ja, für uns ist es ganz wichtig, dass diese Plattform eine starke Qualitätsorientierung hat, gemeinsam Qualitätsstandards entwickelt. Das würde natürlich dazu führen, dass Studierende weitaus bessere Lernerfahrungen haben, dass man aber auch in der Erstellung neuer Kursformate gleich einen Orientierungsrahmen, ein Rahmenwerk hat, an dem man sich orientieren kann. Das ist dann auch, wenn man einen guten Standard entwickelt hat, für internationale Plattformen oder für internationale Kursanbieter interessant macht, auf dieser Plattform zu agieren. Dieser Aspekt der Transparenz, der bereits angesprochen wurde, ist für Studierende natürlich ganz wichtig, sich in diesem Dschungel an Kursen auszukennen, zu orientieren und vielleicht auch von Anfang an zu wissen, wo, wann und warum kann ich mir was wie anrechnen oder anerkennen lassen. Eine starke Qualitätsorientierung schafft Vertrauen in die Bildungsangebote, die auf dieser Plattform stehen. Und wenn wir auf die nächste Folie schauen, haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie wir eine solche Qualitätsmarke etablieren könnten. Für uns ist das ein mehrschrittiges Verfahren. Für uns wäre es wichtig, dass die in einer offenen Trägerstruktur entwickelt werden, wo nicht nur Hochschulen daran beteiligt sind, sondern auch weitere Stakeholder eingebunden werden, beispielsweise der DAAD oder das Enignaric-Netzwerk. Eventuell auch eine Vereinsstruktur. Diese Vereinsstruktur sollte demokratisch verfasst sein. Studierende sollten von Anfang an mit beteiligt werden. Begleitet wird das Ganze durch einen hochrangigen Beitrag, auch durch einen Forschungsbeirat oder zumindest ein Element, das wissenschaftliche Begleitforschung möglich macht, um diese transparenten Verfahren auch qualitätsgesichert weiterzuentwickeln. Qualität ist nie erreicht, das entwickelt sich immer weiter und genauso sollte diese Plattform natürlich iterative Verbesserungen von Anfang an mitdenken, User-Feedback ganz strukturiert einbinden, um ein Qualitätsmanagementsystem zu ermöglichen. Die Finanzierung ist natürlich immer das Problem, ist natürlich immer die Frage. Durch eine Vereinsstruktur hätte man eine Mitgliederstruktur, die sich beteiligen und die öffentliche Hand könnte gerade die Startfinanzierung gewähren und eine Vielbedarfsfinanzierung ermöglichen. Damit sind wir schon durch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ernst. Vielen Dank, Herr Birnkamera. Sie haben wieder eine Minute Zeit, um Ihre Fragen im Pigeonhole einzugeben und die Fragen anderer Personen zu bewerten.
Vielen, vielen Dank. Wir kommen zu unserem letzten Pitch, bei dem ich wirklich sagen muss, last aber not least, denn jetzt kommen nochmal diejenige Statusgruppe, möchte ich beinahe sagen, die heute schon einmal das Haus gerockt haben, nämlich unsere Studierenden. Der Pitch 5 kommt vom Team Hack My Campus. Es geht um eine internationale Matching-Plattform für Studierende zur interdisziplinären Projektarbeit. André Bappert, wir haben dich, glaube ich, schon mal hier auf der Bühne gesehen vorhin. Von der Code-Universität Berlin wird uns diese Projektidee für eine internationale Hochschulplattform vorstellen. André? Vielen Dank. Liebe Enthusiasten, warum sind wir heute hier? Wir sind hier, um innovative Ideen und Lösungsansätze für die Universitäten der Zukunft zu generieren. Es ist 2018 und wir alle haben erkannt, die Zeiten haben sich verändert. Um genau zu sein, sie verändern sich in Echtzeit. In diesem Moment arbeiten zahlreiche Teams daran, ihre Ideen umzusetzen, die die Welt verändern, auch unsere. Und das muss sich an den Universitäten der Zukunft widerspiegeln. Es gibt zahlreiche Initiativen. Auch unser Team hat sich bei einer solchen Initiative zusammengefunden, Hack My Campus. 7 Teams haben unglaublich gute Ideen entwickelt. Drum die Frage, mangelt es uns wirklich an Ideen? Wir haben erkannt, 99%. 99% der Ideen werden nicht umgesetzt. Für die Studierenden unter uns hat das 2 Gründe. 2 Gründe. Nach einer solchen Initiative kehren wir zurück in die Universitäten. Dort haben wir weder die Zeit noch die Unterstützung, um die Projekte, die wir entwickelt haben, wirklich umzusetzen. Lasst uns ein paar Daten hinzunehmen. Wir alle lieben Daten, richtig? 20 Millionen Studierende sind derzeit an europäischen Hochschulen eingeschrieben. Doch was machen wir die ganze Zeit? Wenn wir den Faktor Zeit hinzunehmen und annehmen, dass Studierende pro Monat durchschnittlich 32 Stunden in Vorlesungssälen sitzen, dann ergibt das 1753 Jahre. So lange verbringen unsere Studierenden damit, bereits bestehende Erkenntnisse und Informationen aufzuarbeiten. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn unsere Studierenden, wenn 10% dieser Studierenden konkret an Ideen arbeiten könnten? Was wäre, wenn Professoren das unterstützen könnten und die Studierenden damit mit Credit Points belohnen könnten? Genau dies hat sich unser Team zur Aufgabe gemacht. Wir sind ein interdisziplinäres Team mit Projekterfahrung und möchten Projektarbeiten an unsere Hochschulen bringen. Und hierfür haben wir eine konkrete Lösung entwickelt. Es wäre schön, wenn wir die Website aufrufen könnten, die hinter dem Link verlinkt ist. Denn die haben wir innerhalb des Hackathons entwickelt. Das Konzept ist kein neues. 2 Studierende in unserem Team haben bereits die Möglichkeit, Projekte innerhalb ihres Studiums umzusetzen. Und hierzu haben wir auch ein Manifest geschrieben. Das Konzept ist eigentlich ganz einfach. So funktioniert's. Projektinitiatoren haben die Möglichkeit, ihre Idee zu beschreiben, ganz konkret. Die Problemstellung, die interdisziplinären Teamrollen, Meilensteine, alles, was zu einem guten Projekt hinzugehört. Wir matchen die Idee zu einem Prüfungskomitee, bestehend aus engagierten Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Experten. Diese helfen dem Projektinitiator, die Idee so weit zu verfeinern, dass sie bereit ist, an den Professor weitergeleitet zu werden. Dieser hat die ehrenvolle Aufgabe, das Projekt zu validieren und das Projektziel mit dem Studierendenziel in Einklang zu bringen. Der dritte und letzte Schritt, es wird ein Team geformt. Wir unterstützen das Team dabei, mit den Methoden des 21. Jahrhunderts zu arbeiten. Agiles Zusammenarbeiten, Design Thinking Methoden, sodass wir zielführend unsere Ideen verwirklichen können. Regelmäßige Mentoren-Meetings helfen auch beginnenden Studierenden dabei, konkrete Ideen umzusetzen. Damit wir diese Plattform ermöglichen können, uns systematisch in das bestehende Universitätsnetz einbinden zu können,
brauchen wir Ihre Unterstützung. Die Unterstützung von enthusiastischen Professoren, die Unterstützung von Experten und auch monetäre Unterstützung, sodass wir uns vollends auf die Ausführung dieser Plattform konzentrieren können. Wenn Sie das anspricht und Sie Teil unseres Pilotprojektes werden wollen, dann sprechen Sie uns bitte an, sodass wir gemeinsam die Universitäten der Zukunft schaffen können. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Sie können direkt hier bleiben. Ich habe einfach gerade geduzt, weil ich meine Studierenden auch immer duze. Also von daher Malte, André. Und ich darf jetzt auch all unsere Vorredner noch einmal auf die Bühne bitten und hier Platz zu nehmen. Und ich schnappe mir selbst mein Notebook, damit ich Einblick in unsere Pigeonhole-Fragen habe, die aber vermutlich auch gleich dort oben angezeigt werden. Denn es geht jetzt darum, dass wir diese Ideen noch einmal diskutieren wollen. Und dabei ist es mir ganz wichtig, dass wir es hier nicht mit vorgefertigten Projektideen zu tun haben, die so umgesetzt werden. Auch die Machbarkeitsstudie definiert eigentlich keine Plattform für die Hochschullehre so, dass man sagen würde, ja, die ist jetzt implementierungsfähig, sondern sie gibt nur verschiedene Anreize, verschiedene Vorstellungen wieder und noch nichts ist in Stein gemeißelt. Es geht darum, dass wir hier erste Vorschläge erarbeiten. Das heißt, Sie, wir alle können im Augenblick noch gestalten und das BMBF hört auf das, was aus unserer Community kommt, das, was aus dem HFD kommt, das, was aus den Wissenschaftsorganisationen kommt. Von uns hört das BMBF und erwartet auch, dass wir Vorschläge machen können für die Gestaltung so einer Plattform. Und jetzt schaue ich einmal mal gerade da oben hin. Und das ist nämlich gerade die allererste Frage. Vielen Dank. Ja, wir streamen, wir haben diese Veranstaltung gestreamt. Wir werden auch die Aufzeichnungen der Vorträge auf der Website zur Verfügung stellen. Wir wissen, dass das BMBF aufmerksam folgt, nicht nur Herr Schüller, sondern auch viele seiner Mitarbeiter sind sehr alert, was die Ergebnisse aus dem HFD und auch von uns hier angeht. Und ich bin sicher, dass das, was wir jetzt hier diskutieren, das eben auch aufgezeichnet wird, dokumentiert werden wird und protokolliert werden wird, in die Entscheidungsfindung eingeht. Also wir können im Augenblick gestalten, unsere Ideen werden wirksam und wichtig. Und damit gehen wir direkt auf die nächst große Idee, nämlich eine Frage, die ich mir gestellt habe beim Lesen der Studie. Ich würde sagen, wir haben da keinen direkten angesprochen. Ich glaube aber, dass das eine Frage ist, die wir gut an Herrn Zimmermann weiterleiten können, nämlich brauchen wir wirklich eine monolithische Plattform to rule them all, also one platform to rule them all. Brauchen wir das? Ist das die Idee der Machbarkeitsstudie oder was für Ideen sind Sie gekommen? Das ist mit Sicherheit nicht die Idee der Machbarkeitsstudie, sondern wir haben da klar gesagt, es braucht ein Ökosystem an Lösungen und die bestehenden Initiativen sollten vernetzt werden. Es gibt aber für bestimmte Themen die Frage, wie können wir die unter einen Hut bringen, wenn wir zum Beispiel so sagen, wir brauchen ein Themenportal für künstliche Intelligenz oder für autonomes Fahren und so weiter oder neue Kompetenzbereiche, die bei der Angebote gebündelt werden müssen, wo dann auch sichergestellt wird, dass eine einheitliche User Experience da ist. Also gerade wenn wir über Angebote nachdenken, die sich nicht direkt an Studierende einer Hochschule widmen, sondern wenn wir von Lifelong Learning Angeboten sprechen. Also stellen Sie sich jetzt vor, der Mitarbeiter bei VW bucht ein Angebot von verschiedenen, bucht einen Lehrgang, der aus verschiedenen Modulen besteht und einmal muss er in die Plattform der Hochschule Regensburg und dann geht er in die Plattform der TU München und dann geht er wieder in die Plattform so und so. Jemand, der das nur gelegentlich nutzt, solche Angebote, der braucht eine einheitliche User Experience. Das ist eigentlich die Idee, dass man auch in einem Ökosystem einen Bereich braucht, der sich stärker an Lifelong Learning an Wender richtet. Also keine Plattform, die alle erschlägt, auch keine Plattform, die dann plötzlich an allen Hochschulen eingesetzt werden muss, sondern ein Rahmen sozusagen, der verschiedene existierende Plattformen zusammenfasst. Ein Verbund von Lösungen. Ein Verbund, okay.
Die nächste Frage, die wir haben, ist wieder eine ohne Titel. Sie ist, wenn das Ziel der LMS-übergreifende Austausch von Lernmaterialien ist, warum tut man sich nicht mit existierenden Anbietern, wie zum Beispiel mit H5P genannt, zusammen vom norwegischen Staat finanziert, Moodle-kompatibel und so weiter. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich glaube, das gebe ich mal an Herrn Burke weiter. Warum kommt es zu der Idee, dass wir ein Lernmaterialdepot brauchen? Ein neues? Gibt es existierende Lösungen? Was stand hinter Ihrer Idee für einen Gedanke? Ja, ich glaube, bei H5P ist der Gedanke ja, dass man da seine Inhalte erstellen kann und auch teilen kann. Nur, also wir haben uns das angeguckt und finden das auch cool, sieht cool aus. Nur das Problem ist, das Format, in dem die Sachen beschrieben werden, war ziemlich umfangreich, sage ich mal. Und ich glaube, die Darstellung war auch direkt in den Objekten mit drin. Ist aber nur eine Vermutung, ich bin kein Profi davon. Ich will einfach nur Objekte speichern und wie man die anzeigt, das soll das System übernehmen. Aber kann natürlich sein, dass H5P das alles erschlägt und dann würde ich natürlich das nehmen. Okay, vielen Dank. Wir haben eine weitere interessante Frage, glaube ich, warum es nötig ist, lokale Grenzen in einem grenzenlosen Medium wie dem Internet zu definieren. Das wäre eine Frage, die ich gerne an Herrn Ravenhill weitergeben würde. Mr. Ravenhill, oh, da wird simultan übersetzt, ich mach's nochmal. Why do you think it is necessary to define local borders in a medium which is borderless, like the internet? Or do you have the impression that one platform to rule them all, like Desire to Learn or your prototype, will solve the problems that we have nationally? Firstly, I'm not convinced that Desire to Learn is seeking to be a platform to rule them all. Seeing Bruno present actually reminded me of the genesis of our own company, which came out of a university project in Canada. And all we really seek to do is to provide a platform which is flexible and suits different institutions. But I'm not convinced that we would ever foresee that it would be a national platform for everyone. Not because technically it's not possible, it can absolutely do that, but because of the cultural, the political, the policy, the budgetary decisions. So to simplify things, our approach is really to try and play nicely and integrate with other systems. We can work at a regional or federal level, as I've discussed elsewhere around the world. And I absolutely think that it is an international consideration, not purely thinking about Germany and what suits Germany. Okay. Also eigentlich die, genau die Idee, die auch das BMBF in der Studie, aus der Studie herauslesen kann, dieses eine monolithische Ding, das kann es fast nicht sein. Wir brauchen wahrscheinlich eine Vielfalt, die haben wir und die müssen wir irgendwie abdecken. Wir haben eine nächste Frage. Wie verhindern wir, dass die Plattform dieser große weiße Elefant wird? Also ein teures, aber eben gescheitertes Produkt, so wie viele staatlich beauftragten Softwareprojekte. Ich spreche meinen Ernst von Kiron an. Was haben Sie für eine Idee? Also wie vermeiden wir, dass wir den weißen Elefanten kriegen, sondern eher sowas wie Kiron, wo tatsächlich Ergebnisse entstehen, die wir auch greifen können? Ich glaube nicht, dass es darauf eine Antwort gibt. So, ich glaube, es sollte etwas werden, was attraktiv ist für nationale Hochschulen, aber auch offen ist für eine Internationalisierung. Es sollte etwas sein, das zurückgreift auf die Standards, die es gibt, auf die Produkte, die es gibt, auf die Netzwerke, die es gibt, so weit wie möglich. So, aber natürlich muss es auch einen signifikanten Mehrwert darüber hinaus schaffen, sonst macht es keinen Sinn, da reinzugehen. Und insbesondere braucht es natürlich so eine Art Power-User, so eine Art Rückgrat, die irgendwie wirklich von Anfang an sagen, sie sind dabei. Und deshalb unser Vorschlag, das Ganze demokratisch zu verfassen und über die technische Ebene noch eine Ebene drüber zu legen, die quasi auf Standardsetzung abzielt. Also wenn man eine Art Verein hätte, in dem jedes Mitglied sozusagen dann auch eine Stimme hätte, eine Stimme pro Mitglied, und man da dann auch wirklich eine Qualitätsdiskussion führen könnte, dann wäre das auch attraktiv, daran mitzuwirken. Und je mehr dabei sind, desto relevanter ist das. Also das könnte interessant sein, dort aktiv sich einzubringen. Und dann gibt es natürlich 3 Milliarden technische Fragen, das sehe ich in unserer Organisation jeden Tag. Und wenn man mit den 3 Milliarden technischen Fragen durch ist, kommen nochmal 3 Milliarden technische Fragen. Also insofern, was bringt die Leute in die Plattform und aus unserer Sicht Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten? Vielen Dank. Ja, ich würde auch gerne was dazu sagen. Ich glaube, ganz entscheidend wird sein, dass die Plattform nah am User gebaut ist. Und die User sollen im ersten Schritt nämlich an Studenten sein und auch die Lifelong Learner. Sie müssen es einfach haben.
einfach Informationen aufrufen zu können. Es bringt nichts, wenn Informationen umfangreich und sehr kompliziert beschrieben sind, wenn es am Ende ewig dauert, diese zu verarbeiten. Das heißt, je einfacher und je schneller du die Informationen bekommst, die du brauchst, desto besser. Und auch die Zusammenarbeit muss dementsprechend borderless sein. Weil ansonsten, glaube ich, wird es sehr wahrscheinlich, dass man wieder sehr, sehr viel investiert und am Ende die User Adoption, was einer der großen Probleme insgesamt bei solchen Projekten ist, wird scheitern. Und deshalb, glaube ich, macht es Sinn, mit Pilotprojekten zu starten, nah am User, nah am Studenten, nah an den Professoren und von dort aus iterativ auf die Lösung hinarbeiten. Ich würde auch gerne mal kurz was dazu sagen wollen. Was wir glauben, ist, dass es auf alle Fälle einen echten Nutzen bringen muss. Sonst nutzt es sowieso keiner. Einen echten Nutzen und eine Akzeptanz, der vor allem nicht von Hochschulen und nicht von Ministerien und nicht vom BMBF, sondern von den Einzelnutzenden, von Lehrenden, von Forschenden, von den Leuten, die damit wirklich arbeiten müssen. Und ich denke auch, dass es wichtig ist zu wissen, dass die dem System vertrauen können. Also Open Source finde ich da total wichtig. Also es tut mir leid. Es kann gerne jemand Kommerzielles programmieren, aber es sollte eine Open Source Software nachher sein, weil damit dann auch die Transparenz da ist, es ist erweiterbar und jeder kann reingucken, was steckt da drin, was für ein Sicherungssystem steckt da drin und so weiter. Und datenschutzrechtlich und urheberrechtlich muss das so sein, dass jeder entscheiden kann, was er freigibt, was er nicht freigibt, sonst geht das, glaube ich, nicht gut. Sie haben gerade gesagt, Open Source, wir haben drei Fragen, die sich mit dem Bereich der Openness beschäftigen, zwar nicht Open Source, sondern eher OER, aber ich glaube, der Gedanke ist am Ende ein ganz ähnlicher und die Fragen beschäftigen sich zum einen mit Vorerfahrungen, die wir haben aus der Thematik OER und zum anderen aber um die Frage, und das finde ich eine ganz wichtige Frage, ob wir nicht erst diese Idee der Open Educational Resources etabliert haben müssen, und damit auch die Idee des Teilens von Ressourcen, vor allem von Lernressourcen, bevor so eine Plattform überhaupt funktionieren kann. Denn so eine Plattform macht ja nur Sinn, wenn man teilen will. Sonst brauchen wir keine Plattform, denn dann kann alles wieder lokal bleiben. Die Plattform wird erst dann sinnvoll, wenn wir sagen, ja, meine Inhalte sollen auch geteilt werden. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ich mache es gerade mal offen. Brauchen wir eine Etablierung von OER, bevor eine solche Plattform Sinn macht? Oder fangen wir mit der Plattform an und hoffen, dass sich dadurch der Gedanke des Teilens durchsetzt bei den Nutzern dieser Plattform? Herr Zimmermann, können Sie dazu was sagen? Also diese Frage haben wir uns oft gestellt. Die wurde auch oft an uns herangetragen. Ich denke, man muss im ersten Schritt die ideologischen Aspekte mal weglassen. Also ob jetzt alle Inhalte und alle Angebote, die da drauf sind, OER sein müssen oder nicht, das müsste eigentlich doch letztlich der Anbieter jeweils entscheiden. Also wenn eine Hochschule sagt, ich will, dass meine Angebote, wenn sie von Unternehmen genutzt werden, kostenpflichtig sind und dort nicht einfach in Anspruch genommen werden können, dann soll doch die Hochschule die Rechte, die Möglichkeit dazu haben und nicht ausgeschlossen werden, das Angebot dann trotzdem auf einer gemeinsamen Lösung zu publizieren. Also ich glaube, die Ideologiefrage sollte man etwas weglassen. Natürlich kann man Effekte haben, wenn man das fördert und Offenheit unterstützt. Also das muss der Fall sein, aber es sollte nicht im Zwang dahinter stehen. Ja, es gibt ja auch noch andere Dinge, also zum Beispiel Prozesse offenlegen, ja, also Sachen, die dynamisch sich noch entwickeln. Warum soll ich da nicht jemanden reinholen können? Das ist dann, hat dann erstmal nichts mit OER zu tun. Oder es sind irgendwelche tollen Lernobjekte tatsächlich, die vielleicht auch nicht OER sind, aber die vielleicht urheberrechtlich auch trotzdem mit aufgenommen werden können, wenn der Autor, die Autorin das gut heißen oder Verlage oder was auch immer, ja. Ja, also ich glaube, man muss erst mal bei sich anfangen, dass das irgendwie funktioniert. Zumindest habe ich bei uns den Eindruck, dass selbst, Fachbereich Maschinenbau nicht die Physikinhalte mit Fachbereich physikalische Technik teilen will, weil die alle ihr eigenes Ding machen. Das heißt, erst mal bei uns probieren, dass das irgendwie funktioniert und dann versuchen, das mit der ganzen Welt zu teilen. Kann aber auch natürlich genau umgekehrt sein, dass es leichter ist, erst von der Welt zu nehmen und dann bei sich selber zu gucken. Ist nur eine Idee. Ich würde gerne eine Frage zuerst
an Matthew Ravenhill richten und dann an Herrn Bappert. What is the added value if more than the local students have access to certain learning resources? What is the core value that you see in the accessibility of learning resources, not to only the local students, but to all the students? Which is why do we need the international platform? Why do we need the networking between students? What's the value that we can take out of it? Interesting question. I think one model I could potentially point to is a model increasingly being adopted in places like the Nordics, where there is a development of a center of excellence, so the idea that individual universities really excel in certain areas, but that some subjects, perhaps more core or foundational subjects, are perhaps more common and could be easily shared across institutions. So that's more of a German answer. I think internationally there is huge value in students who are, after all, hopefully citizens of Europe and wider, being able to have access to education from around the world. Some of my clients include people like Technical University of Delft, who use our platform to educate huge numbers of students outside mm-hmm. of the Netherlands, bringing excellent experience. The other question I wanted to pose, and I heard earlier some talk of national platforms in places like France, UK, and the Netherlands, and that slightly confused me because these countries don't have national platforms for delivering education. What they do have is national networks for authenticating, identifying users, enable them to move freely between individual learning management systems, and really giving the opportunity for universities to pick the right platform, whether it's open source, in-house developed, or a quote-unquote a commercial platform. They can still play nicely, provided that you adhere to open standards. So that would be my vision for an international platform. Okay. André Bappert, die Frage kommt, warum halten wir am Plattformansatz fest, wenn es so viele Angebote da draußen gibt, MOOC-Anbieter, edX, Coursera, die vielen Dinge, die wir schon draußen finden, was bringt auch die Studierenden nochmal dazu zu sagen, noch eine Plattform ist eine gute Idee und vielleicht sogar eine Plattform, die wir nicht nur national aufmachen, sondern auch international. Welchen Wert, glaubst du, steckt da drin? Also für mich sind das zwei Fragen. Die erste Frage zu der Plattform, die Lerninhalte bietet. Für mich ist es ganz wichtig, dass die Lerninhalte über die Zeit verbessert werden. Also am Anfang, wenn man ein Thema versteht, ist alles erstmal sehr komplex. Und je besser du das Thema verstehst, desto besser wirst du darin, es einfach darzustellen. Und ich glaube, das ist ein Ansatz und auch ein ganz konkretes Problem, was ich im Moment nicht sehe, dass es angegangen wird. Das heißt, Lerninhalte werden, ich weiß nicht, ob das bewusst passiert, aber sie werden komplex gehalten. Und für mich als Student, als ein Student, der edX nutzt, der Coursera nutzt, der die bestehenden Plattformen nutzt, ich nutze diese Plattformen, weil sie sehr gut darin sind, komplexe Inhalte einfach darzustellen. Und das ist für mich eine Anforderung, die muss erfüllt sein. Ansonsten wird die Adaption von den Leuten, die gewohnt sind, dass Inhalte sehr kompakt, sehr einfach dargestellt werden, nicht kommen. Und die zweite Frage, worin der Vorteil liegt, der internationalen Kollaboration, liegt doch ganz auf der Hand. Wir leben in einer globalen Welt und in der ist es ganz wichtig, dass wir die verschiedenen Kulturen miteinander verknüpfen können, sodass wir Lösungen für die globale Zukunft schaffen können. Und da macht es dann nicht Sinn, dass man aus Kontrollgründen an den alten Mustern festhält oder an alten Formaten. Ich bin dafür, iterieren, Feedback Loops und gemeinsam in die Zukunft gehen. Und Darf ich zu der Frage gerade noch was sagen? Also wenn wir uns mal anschauen, wie viele MOOCs es, Online-Kurse es gibt, die offen frei verfügbar sind, sind das etwa 7.000 im Moment. Es entstehen jeden Monat 40, 50 neue. Von den 7.000 sind 200 aus Deutschland, also relativ wenige. Also alle, die die Forderung stellen, machen wir doch einfach bei edX oder bei Coursera mit, die vergessen, dass es nicht funktioniert. Also es funktioniert so nicht. Es sind von Deutschland kommen relativ wenig Angebote. Also das ist der erste Punkt. Zweitens, Lernen ist natürlich auch in der Muttersprache irgendwo einfacher. Das wird auch oft vergessen. Also natürlich macht es Sinn, international und englischsprachig und so weiter. Aber für die meisten Menschen in Deutschland, die
können besser lernen in ihrer Muttersprache in Deutsch. Und erfinden sie natürlich auch auf den internationalen Plattformen nicht unbedingt viele Angebote. Insofern macht es, glaube ich, schon Sinn, national etwas zu tun, aber es auch dann gut international, vor allem innerhalb von Europa, zu vernetzen, weil die alle das gleiche Problem in Europa haben, nämlich dass Bildung überwiegend kostenfrei ist. Das heißt, es kein Geschäftsmodell gibt, wie es in den USA dahinter steht. Also die Frage des Geschäftsmodells in Verbindung mit der zukünftigen Lösung zu stellen, die müsste man eigentlich auch machen, weil die Hochschulen haben keine Möglichkeit, zusätzlich Geld damit zu verdienen im ersten Schritt, und deswegen fehlen irgendwo auch die Anreize. Okay. Ganz kurz zum Thema Geschäftsmodell und Bildungsmaterial. Also ich glaube, wir kennen die Themen, die in der Zukunft relevant sein werden, und wir wissen, dass weite Teile der Bevölkerung damit im Moment nicht viel anfangen können. Für mich ist das ein Geschäftsmodell. Dann schafft man Anreize, dass Menschen sich mit diesen Lerninhalten auseinandersetzen, dass sie dann im Anschluss damit etwas entwickeln können. Und dann hat man ein Geschäftsmodell. Also ich finde den Ansatz eigentlich grundsätzlich erstmal ganz sympathisch, weil wir auch denken, wir sollten erstmal im Kleinen anfangen. Und wenn man gleich international denkt, ist es gleich sehr groß. Also deswegen kann ich das nur sehr gut auch begrüßen, wenn das HFD nach in die Niederlande fahren will, um auch dort Digitalisierung zu sehen, wie das dort funktioniert. Aber es sollten auch andere Länder mit einbezogen werden. Also das wäre total gut. Deutschland kennen wir so ein bisschen, da kennen wir auch die Systeme und so weiter. Das heißt, wenn man damit erstmal loslegt, könnte man eben etwas bauen und schaffen, was aber nicht an der Nation dann begrenzt bleibt, sondern natürlich weitergehen kann, weil die Hochschulen haben Kooperationen mit dem Ausland. Die haben Kooperationen mit anderen Kontinenten, was gut ist und was man aber mit solchen Lösungen natürlich auch gut befriedigen kann. Also Kontakte, Kommunikation, das kann alles darüber laufen, Austausch. Mhm. Ne? Daran würde ich gerne direkt anschließen, mit einer Erfahrung, die wir bei Kiron machen. Kiron baut ja auf edX, Coursera und anderen Angeboten auf. Das heißt, wir nehmen Angebote und kuratieren die und machen daraus wiederum neue Bildungsangebote. Und das wäre auch für mich etwas, was eine solche Plattform versprechen kann, nicht nur für Deutschland, aber wirklich auch international, neue Bildungsangebote zu schaffen, neue Kombinationsmöglichkeiten zu schaffen, auch neue Formen von Kooperation zu schaffen, die sehr leicht herzustellen ist, so auf der Basis von gemeinsamen Standards. Und insofern glaube ich, dass da wirklich auch neue Dinge entstehen würden, einfach weil die Transaktionskosten sinken. Ich würde noch, ja? Ich würde gerne mal grundsätzlich, also es wurde jetzt öfter gesagt, ein LMS oder so, ja, ich weiß jetzt von der Diskussion her nicht, also uns schwebt nicht so sehr ein LMS wirklich vor, weil diese LMS gibt es vor Ort an den Hochschulen, und wir glauben, dass es etwas anderes geben muss, nicht ein LMS, sondern eine Plattform jenseits, beyond von den LMSen, wo auch Repositories mit eingebunden werden und OER-Plattform und was alles noch gibt, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Die LMS-e? Die LMS-e. Dass wir kein LMS machen, ganz, also okay. Genau, sondern ein teamorientiertes, also eigentlich so eine Mischform aus dem, was die Studie sagt. Die Studie teilt es so ein bisschen auf, ne, und eigentlich wäre eine Mischung ganz gut, finde ich, wo man Themen und die LMS-e verknüpft mit. Ich habe hier auf meinem Zettel jetzt noch eine Frage stehen, weil wir auch am Ende unserer Diskussion uns bereits befinden. Das war kurzweilig, aber ich glaube, wir haben eine Menge mitgenommen. Und diese Frage ist, was würden wir dem BMBF mitgeben? Ich glaube, da könnten wir noch bis morgen früh hier sitzen und wüssten nicht genau, was wir dem BMBF mitgeben sollen. Ich glaube aber, dass aus der Diskussion eines rausgekommen ist, diesen großen Monolithen, der ein Learning-Management-System ist, nur für alle, das wird nie funktionieren. Allerdings sollte es dann mehr so eine Art Aggregator sein. Wie der Aggregator aussehen kann, wissen wir noch nicht so ganz genau. Für mich aber mal die Frage, statt auf diese großen Lösungen zu schauen, kam dort an mehreren Stellen das Wort modular vor. Und für mich wäre eine der Anforderungen an so eine Plattform, dass Hochschulen Mehrwerte daraus ziehen und nicht einfach nur, dass ein Mehrwert ist, dass auf der Plattform jetzt Inhalte von anderen Hochschulen stehen, sondern dass Hochschulen für sich erkennen, ah ja, wenn ich die Plattform nutze, dann spare ich etwas ein. Zum Beispiel muss ich keinen Videoserver bezahlen.
so. Also wir müssen nicht in 16 Bundesländern Videoserver kaufen. Wenn uns die Plattform so eine Funktionalität zur Verfügung stellt, dann freuen wir uns alle und dann sparen wir alle ein paar Lizenzkosten. Ist so ein modulares Modell denkbar für so eine Plattform, dass diese Plattform zwar Anbieter bestimmter Services ist, aber dass diese Services eben tatsächlich so modular aufgebaut werden können, dass die Hochschulen so ein Picking betreiben können. Ist das eine Idee, die tragen kann? Oder brauchen wir wirklich diesen Einsammler, der Lerninhalte sammelt auf einer gemeinsamen Plattform und aufbereitet? Was ist Ihre Meinung? Ich glaube, das ist sogar Kern. Also wenn Sie jetzt mal sehen, dass jede Hochschule sich überlegen muss, wie sie digitale Assessments macht, auch rechtssicher. Wenn Sie sich überlegen, wie können Abrechnungsdienste aussehen, um Angebote, die von Teilnehmern bezahlt werden müssen, zu machen sind. Wenn Sie sich überlegen, wie die ganze, gut, Authentifizierung ist eher leicht zu lösen, aber das Thema Videoserver ist ganz gut. Oder einfach nur ein Tag- und Nacht-Hotline für die Studierenden anzubieten, mal als Beispiel. Die vielleicht nachts um eins anfangen zu lernen, dann gibt es irgendein Problem und sie brauchen jemanden, den sie anrufen müssen. Dann, ich frage mich, welche deutsche Hochschule bietet so einen 24-Stunden-Support-Service für die Online-Lehre an? Ich glaube, das sind alles Dienste, die kann man sharen und die können mit so einer Plattform verbunden sein. Und ich glaube, das ist mit ein Hauptgrund, was man, warum man eine bundesweite Lösung braucht, weil eine einzelne Hochschule dazu nicht in der Lage wird, all die Fragen zu lösen. Und die meisten Studenten lernen nachts digital. Die lernen nicht tagsüber. Die machen das nachts. Also eine Plattform als Service Hub. Genau. Ist das okay? Ich würde das gerne unterstützen. Die spannende Frage ist aber, was sind sozusagen die ersten 5, 6, 7 Module oder Services, mit denen man anfängt? Ne, so, also man kann sicherlich, wenn man das weiter mappt, auf vermutlich 20 oder so Funktionen kommen, vielleicht sogar mehr. Womit fängt man an? Was ist da wirklich das Spannende? Vielleicht müssen wir da dann auch zum Beispiel mal Hochschulen befragen in weiteren Formaten. Wo würden sie sich beteiligen? Was ist für sie attraktiver? Was ist weniger attraktiv? Denn am Ende des Tages muss es ja sozusagen auch gekauft werden. Also wir bei uns lernen, uns immer auf das Problem zu konzentrieren und vom Problem heraus zu arbeiten. Ich weiß nicht, jetzt nicht so viele Studenten. Ich als Student, ich habe kein Problem damit, Lerninhalte zu finden. Es gibt genügend Lerninhalte, also für mich ist das nicht das Kernproblem. Für mich ist eher das Problem, Mitstreiter zu finden, effektiv zusammenzuarbeiten, Methoden an die Hand zu bekommen und auch Mentoren, wie auch gerade erwähnt worden ist. Das wären für mich Kernprobleme. Ich weiß nicht, ob man dann eine Studie machen möchte und herausfinden möchte, ob Studierende wirklich das Problem haben, Lerninhalte zu finden oder was für die wirklich das Problem ist. Weil von dort kommt man dann wahrscheinlich eher zu einer Lösung, die man nutzt. Und Lerninhalte, hey, man findet alles im Internet. Also ein Student, ja, danke. Also eine Art Student Matchmaking sozusagen als weiterer Service auf so einer Plattform, der dann wirklich einen Mehrwert schafft für Studierende. Wirklich? Prima. Vielen Dank für Ihre exzellenten Fragen. Ich hoffe, wir haben ein wenig was mitgenommen für das BMBF. So ein paar, glaube ich, Kernthesen können wir rauswringen aus dem, worüber wir uns heute Abend unterhalten haben. Ich danke nochmal ganz herzlich unseren Panelisten, unseren Pitchern, die, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht haben, hier oben uns so die verschiedenen Facetten einer Plattform vorzustellen. Ganz herzlichen Dank noch einmal und einen herzlichen Applaus. Ich danke auch Ihnen, liebes Publikum, dass Sie so lange mit uns und mir ausgehalten haben. Ich freue mich, dass noch so viele da geblieben sind und möchte Sie jetzt gerne alle einladen zum Open Beer. Da weiß das BMBF endlich, wo das Geld hingeht, nämlich in die HFD, in das HFD-Bräu. Wir finden unser Open Beer oben im 4. Stock im Konferenzraum. Ich hoffe, wir passen alle hinein. Es gibt sowohl alkoholfreies als auch alkoholisiertes Bier. Wer also heute Abend noch nach Hause fahren muss, der kann das auch mit Bier tun. Ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Ausgang des Abends. Danke Ihnen, dass Sie alle da waren und freue mich auf unser nächstes Netzwerktreffen. Machen Sie weiter gute Lehre. Ciao und tschüss.